wollte aber, weil ich sehe, dass es doch rege Nachfrage gibt aus dem Plenum, das finde ich auch gut so. Da gab es noch eine weitere Wortmeldung. Ja, bitte sehr. Schönen guten Tag, mein Name ist Philipp von Schöppentau. Ich bin der Generalsekretär des Europäischen Pilotenverbandes, European Cockpit Association. Sie erwähnten vorhin die Umfrage, die wir kürzlich, die Studie, die wir kürzlich veröffentlicht haben, zu der Übermüdung im Cockpit Today, also heute in Europa. Die Zahlen sind erschreckend. Wir waren selbst erschreckt über die Ergebnisse. Es zeigt sich ganz klar, dass Übermüdung keine Theorie ist, sondern eine Realität heute bereits mit den heutigen Flugzeitregelungen. Und wenn Herr von Randow davon spricht, dass dieses Jahr das sicherste Jahr ist, das ist wunderbar, aber dies sind Statistiken, da geht es um Unfälle. Da geht es nicht darum, ob es vielleicht sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben hat. Und es geht nicht um solche Themen, wie wir sie eben hier heute besprechen. Denn es gibt wenige Piloten, bedauerlicherweise, die, wenn sie übermüdet sind, tatsächlich auch einen Bericht abgeben. Und diese Berichte tauchen, wenn sie dann abgegeben werden, in den offiziellen Statistiken gar nicht auf. Und daher ist diese Umfrage oder die Zusammenstellung von Umfragen unter 6.000 Piloten recht interessant. Das zum Thema sicherstes Jahr heute. Zum Thema EASA. Wie unabhängig ist EASA? Wir haben, und ich persönlich habe das Vergnügen gehabt, in der sogenannten Rulemaking Group von EASA mit drin zu sitzen und habe mir die Argumente der Fluggesellschaften angehört. Und die Fluggesellschaften haben dort bedauerlicherweise zu 90% keine Sicherheitsargumente vorgebracht. Es ging immer um das Geld. Was kostet diese Regelung im Flugbetrieb? Können wir das noch darstellen, ohne dass wir möglicherweise aufstocken müssen? Was kostet das? Die EASA hat bedauerlicherweise diesen Bedenken sehr großes Gewicht eingeräumt. Und normalerweise ist es ja die Aufgabe einer Flugsicherheitsagentur, sich die Sicherheitsaspekte anzugucken und nicht die wirtschaftlichen Aspekte. Das Ziel hier des Vorschlages, bedauerlicherweise, ist es gewesen, und das wurde vorhin angesprochen, dass dieser Vorschlag möglichst sanft durch die Kommission geht, durch das EASA-Komitee, wo die Mitgliedstaaten drin sitzen, inklusive Deutschland, und dass auch das Parlament, das Europäische Parlament, hinterher dem zustimmt. Dies ist ein politischer Kompromiss bereits zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl es eigentlich ein Sicherheitsvorschlag hätte sein sollen. Letzter Punkt, etwas sensibel. Herr von Randow, Sie sagten vorhin, das ist sehr komplex und man sollte über Einzelthemen sprechen. Ich möchte gerne ein Thema ansprechen, was auch gerade Deutschland betrifft. Das ist auch für Herrn Odenwald sicherlich interessant. Es gibt ein Gerücht, und ich betone, es ist ein Gerücht. Ein Gerücht in Brüssel, was besagt, dass sich Deutschland auf höchster politischer Ebene dafür eingesetzt hat, dass bestimmte Regelungen, die jetzt oder die vormals in dem früheren Vorschlag der EASA waren, abgeändert werden, weil das eben möglicherweise wirtschaftliche Auswirkungen auf bestimmte deutsche Unternehmen haben könnte. Dies ist ein Gerücht, aber wir haben dann gesehen, dass der jetzige Vorschlag genau diese Themen aufgreift und hier Veränderungen vorgenommen worden sind. Sie sagten von Herrn Odenwald, dass Sie noch dabei sind, den Vorschlag zu überprüfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie insbesondere den Bereich sich angucken würden, Disruptive Schedules und Early Starts, denn das ist ein Bereich, der sehr schwierig offensichtlich für einige Unternehmen in Deutschland ist. Abschließend zu sagen, wissenschaftliche Kompetenz der EASA ist leider nicht vorhanden. Ich kenne Herrn Coutelier sehr gut, wir kennen uns schon sehr lange. Er hat seine Expertise, weil er, und das ist sehr gut, das ist das erste Mal, dass EASA eine solche Expertise in-house hat, ist ein Flugbegleiter, ein früherer Flugbegleiter aus Spanien, kennt den Flugbetrieb also sehr gut und auch die ganze Thematik Flugdienst, Ruhezeiten, denn diese Regeln werden sich auch und beziehen sich auch auf das Kabinenpersonal. Herr Coutelier hat keinerlei wissenschaftlich-medizinische Expertise und die gesamte Agentur hat keinerlei wissenschaftliche Expertise, um die vier Gutachten, die Möbus-Studie und die drei Studien, die letztes Jahr von der Agentur selber in Auftrag gegeben worden sind, diese wissenschaftlichen Studien zu bewerten und in Frage zu stellen. Denn alle Bereiche, wo die Wissenschaftler sehr konvergierende Empfehlungen aussprechen, in diesen Bereichen
weicht die Agentur davon ab. Und das ist gegen das rechtliche Mandat, was die EASA und die Kommission bekommen hat damals vom Gesetzgeber, von den Mitgliedstaaten inklusive Deutschland, vom Europäischen Parlament, die nämlich gesagt haben, die zukünftigen Regeln müssen auf wissenschaftlich-medizinischen Grundlagen erstellt werden. Und das tut dieser EASA-Vorschlag nicht. Letztes kleines Detail ist, dass der Vorsitzende dieser unabhängigen Arbeitsgruppe von EASA ein persönlicher Berater von Tim Kallas, dem EU-Transportkommissar, ist, der sich jetzt schon sehr schnell dafür ausgesprochen hat, dass dieses Gesetzeswerk möglichst schnell abgeschlossen und angenommen werden soll. Dankeschön. Vielen Dank.